So, willkommen zurück zu Lass spielen Command and Conquer Operation Tiberian Sun. Wo sind wir stehen geblieben? Wir haben gerade die Absturzstelle gesichert. Das UFO ist unser. Darin haben wir eine Steinzeitmenschin gefunden. Und zwar heißt die Umagan, oder so ähnlich zumindest. Und diese hat sich als sogenannte Freundin entpuppt. Und deswegen wollen wir für sie ihren Anführer befreien, der uns dann auch hoffentlich hilft, nämlich Stratos. Um diesen zu befreien, machen wir noch diese Mission hier vorher. Wir zerstören die Radaranlage von Nord, damit wir dann etwas leichter haben in der folgenden Mission, damit die uns nicht entdecken, wenn wir in das Gefangenlager eindringen wollen. So, und diese Mission hier habe ich noch nicht sehr oft gespielt. Ist meine absolute Angstmission, weil, ja, man hat ein paar Leute und muss halt kämpfen und hat keinen Bauhof und nur zwei oder einen Sunny jetzt noch. Und das ist wirklich nicht sehr angenehm. Und das war schon auf dem Schwierigkeitsgrad Mittel nicht. Das Schönste an dieser Mission ist immer noch diese alle paar Minuten währende wiederkommende Stimme. Mit Verstärkung ist eingetroffen. Und ich liebe sie einfach, diese Stimme. Da kommen später noch ein paar größere Maschinchen dazu. Ein paar Werwölfe und Titanen. Aber ich denke mal, diese Mission werde ich auch mindestens einmal wiederholen müssen, weil sie einfach saumäßig schwer ist. Und ich denke, ich gucke mich erstmal ein bisschen um, wenn ich hier jetzt ein bisschen sicher stehe. Und gucke erstmal, wo ich zuerst hin will. Ich muss diese Sachen, man sieht ja hier drei und hier noch eins, diese vier Sachen alle zerstören. Relaisstationen sind es. Genau, Relais heißt das. Und das hier sind aber nur die Radaranlagen. Die ganzen vier Sachen muss ich zerstören. Und sieht eigentlich gar nicht so groß aus, die Karte, wenn man sie in dieser Auflösung spielt. Oh Mann, was mache ich zuerst? Ich glaube, ich gehe zuerst nach oben, oder? Oder? Oder gehe ich zuerst runter? Ich glaube, ich gehe. Ich gehe aber mal weiter. Ich weiß noch nicht genau. Wow, 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 wow. Was? Ich bin so blöd. Das geht ja schon mal gut los. Ich drücke hier B, damit der von selbst heilt. Und ich habe schon welche verloren. Und ich verliere wieder einen. Das läuft so schlecht schon. Und alle auf einen, bitte. Das läuft so schlecht, das kann ja gar nichts werden schon. Aber egal, ich probiere es weiter. Aus Erfahrung lernt man. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich habe dich gar nicht gehört, wie du gesagt hast. Eine Verstärkung wäre eingetroffen, das ist schade. Aber es ist auch nur ein Titan, das macht nichts. Und deswegen sehen wir ihr das nach, der guten alten Eva. Komm schon, beeil dich. So, ich habe schon ein oder zwei Einheiten verloren. Das ist sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht. Ich gehe hier nach oben. Ich gehe hier nach oben. Das mache ich jetzt. No risk, no fun. Auch wenn das hier irgendwie angenehmer aussieht, obwohl dieses Teil hier da ist, das meine ganzen Einheiten zerstört in Sekundenbruchteilen. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Kommen alle auf einen. Wo, die kommen später auch nochmal ins Spiel. Die Tiberium-Teufel heißen die, glaube ich. Oh ne, die greifen schon nicht etwa an, oder? Tiberianische Teufel. Tiberianischer Teufel, okay. Das Gute an denen ist, sie bekämpfen meist meine Gegner. Ich weiß nicht genau warum, was überhaupt der Zweck von denen ist. Aber ich habe nichts dagegen, auf keinen Fall. So, hätte ich jetzt einen Ingenieur, dann würde ich die Kaserne hier einnehmen. Auch wenn ich noch kein Geld habe, aber trotzdem wäre es schon mal nicht schlecht. Oh, ich höre schon wieder so ein Geräusch. Auf jeden Fall muss ich sie zerstören, bevor sie noch irgendwelche Leute bauen. Da bauen sie schon welche. Toll. Komm, greif zuerst den an. Und du, komm, geh ein bisschen dahin. Ich darf keinen mehr verlieren, sonst habe ich gar keine Chance mehr. So, und jetzt schnell, bevor sie weiterbauen, angreifen. Und du, ja genau, heil mal ein bisschen. Was machen die? Ich sehe auch, wo sie hingehen. Das Feld hier wird frei. Die Karte wird entdeckt durch diese tiberianischen Teufel. Also sind sie auf jeden Fall auf meiner Seite. Irgendwelche Verbündeten, ich weiß es nicht. Vielleicht gehören sie zu den Mutanten, zu den Steinzeitmenschen. Aber ich nehme auf jeden Fall jede Hilfe dankbar an. Sehr schön. Diesmal habe ich es gehört. Verstärkung ist eingetroffen. Ich liebe es, ich liebe es. Ja, komm, komm, komm. Noch einer. Noch einer. Ja.
Das sieht doch ganz gut aus eigentlich. Oh Mann, meine Teufel sind weg. Schade. Ohne Verbündete ist es doch gleich viel kälter hier. Kommt schon, Leute. Lasst euch entschenken. Hier gehe ich ganz bestimmt nicht durch. Da haben meine Infanteristen keine Chance. Gehen mit Grün durch und kommen mit Gelb an. Im besten Falle. Hier unten könnte auch noch was sein, aber nö, ich will nach oben zuerst. Das hier sieht sehr unbewacht aus, deswegen will ich da unbedingt hin. Alles andere ist ziemlich bewacht. Was feuert? Nicht auf mich, oder? Wer feuert da? Macht jemand Schießübungen oder was? Möglich. Ich mache jetzt einfach mal einen Speicherpunkt. Ich will es einfach machen. So, zwei nennen wir es. Hier sieht man, für alle Missionen habe ich schon einen Speicherpunkt. Nur für die erste und die zweite glaube ich auch nicht. Doch, für die zweite habe ich. Wie heißen das? Sicherung der Region war das. Also nur für die erste Mission habe ich keinen Speicherpunkt. Und die ist auch völlig unnötig. Aber für jeden sonst. So, gucken wir einfach mal weiter oben. Und ich werde wohl die Mission nicht mehr neu anfangen müssen. Ich werde immer von hier aus starten dann. Denn mit den Einheiten, die ich gerade habe, dürfte es schon zu bewerkstelligen sein. Aber ich lasse mich natürlich immer gerne negativ überraschen. Das bin ich ja gewöhnt. Komm, lauf ein bisschen schneller. Ah, nein, mag ich gar nicht. Die mag ich nicht. Habe ich inzwischen zwei Sunnies? Nein, ich habe immer noch einen. Und der ist schon ein bisschen angeschlagen. Das ist blöd. Der Gegner weiß genau, wer mir helfen kann. So viel ich weiß, kann sich ein Sunny bis zur Hälfte selbst heilen, aber mehr auch nicht. Warum auch immer, das ist völlig unlogisch. Aber sobald der zweite Sunny kommt, können die sich gegenseitig heilen. Völlig, das mag ich sehr. Was kämpft denn da? Das macht mir Angst. Okay, einfach hochgehen. Einfach ignorieren. Das sind nur Hintergrundgeräusche. Das sind nur Bestandteile. Ah, der Musik. Kommt schon. Ja, ohne Sunnies wäre das unschaffbar, die Mission. Motorhang. Ey, nee. Bitte, hört doch auf. Ich glaube, die kämpfen gegen diese Alien-Monster, die aus dem Tiberium hervorkommen irgendwie. Die sind nämlich irgendwie neutral und bekämpfen jede Einheit, auch mich. Die haben wir jetzt noch nicht gesehen, so viel ich weiß, aber die kommen spätestens in der nächsten Mission. Vermute ich. Oh. Bloß keine Einheit verlieren, bitte. So, und es sieht sehr gut aus bis jetzt. Schön, heim ein bisschen. Immer ein bisschen kurze Ruhepausen brauche ich hier. Leider kann ein Sunny nur Infanteristen heilen. Und die Grenadiere hier. Aber auf keinen Fall Werwölfe oder Titans. Dafür bräuchte ich dann schon eine Werkstatt. Und der hier ist leider schon sehr arg angeschlagen, wie ich sehe. Oh ne, oh ne. Bleib blöd. Bleib bloß weg, bitte. Du blödes Viech. Schnell verstecken. Vielleicht sieht er mich ja nicht. Rennt. Nein, er kommt. Er kommt immer näher. Oder will mich einkreisen. Er lässt mich nicht mehr raus. Doch, er kommt zu mir. Okay, da muss ich eben angreifen. Keine andere Wahl. Aber alles in allem ist diese Relaisstation nicht sehr geschützt und deswegen ist das eine gute Wahl gewesen. Denn ich wette, oh shit, von wegen nicht gut geschützt. Ein Scheiß hier. Pustekuchen, nicht geschützt. Aber alles in allem werde ich das auch erledigen. Was greifen jetzt eigentlich die Gebäude an? Na gut, habe ich nichts dagegen. Solange sie mich nicht angreifen. Aber dennoch, ich vermute, wenn ich diese Relaisstation zerstört habe, bekomme ich wieder Verstärkung, die ich sehr gut gebrauchen kann, denn ich bin schon wieder sehr dezimiert worden. Komm, Sunny, mach was. Na komm. Ich schaffe es selten, bis eine Einheit komplett zu heilen auf einmal. Brauche immer zwei, drei Anläufe. Immer ein Stückchen halt. Na, was das? Komm, greift einfach an.
Du gehst mal bitte ein bisschen in Sicherheit und du sowieso, du sowieso. Ey, du wirst doch nicht etwa getroffen. Sei dir etwa so blöd? Passt ein bisschen auf. Ja, ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst. Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Ein Sani, bitte, wo, wo, wo? Nee, kein Sani. Schade. Aber ein Titan, ja. Ein Titan. Ist das nicht schön? Und ich werde wieder angegriffen. Ist das nicht unschön? Was soll denn das? Was habe ich euch denn getan? Ich will doch nur diesen Steinzeitmensch Stratos befreien. Ich habe doch gar keine andere Wahl. Ich muss mich halt fürs Gute entscheiden, weil ich gerade viel GDI spiele. Aber bald spiele ich doch auf der Nordseite, dann seid ihr doch auf derselben Seite wie ich. Also bitte. Oh. Sie geben nicht auf. Ihr rennt ins Verderben, Leute. Kommt, greift mir an. Ja, so kann das gehen. Sie kommen, ich baller sie ab. Dupdi-dupdi-du-du-du. Ihr habt keine Chance. Ey, nicht auf mein Titan, bitte. Ihr seid doch so blöd. Oh nö, der dreht sich um. Damit habe ich nicht gerechnet. Sonst hätte ich den nicht da auf den losgeschickt. Da will ich doch lieber einen Menschen opfern. Werwölfe sind hier unersetzlich. Ah, das schießen die also ab. Wow, das sind alte Raffinerie aus Alarmstufe Rot 2. Nee, Tiberium. Tiberium-Saga ist das hier. Command & Conquer 1. Daraus kommt es noch. Ich liebe solche alte Anspielungen. Bei Tiberium war es auch zuhauf vorhanden. Und dieses Teil will ich aber haben. Das heilt mich oder gibt mir Geld oder was auch immer. So, du heißt ein bisschen wieder, bitte. Heißt du? Der heilt überhaupt nicht. Ich drücke B, denn B soll eigentlich den die Anweisung geben, von selbst zu heilen, aber er hat gar nichts zu heilen, sehe ich gerade. Okay. Ich mache einen weiteren Speicherpunkt. Bei der Mission will ich echt zu so vorsichtig sein. Da bin ich echt etwas penibel. So, weiter. Eigentlich sollte ich den Sunny ein bisschen mehr in Sicherheit wiegen. Da hat er doch was zu. Hier, bitte. Okay, sich selber kann er nicht mehr heilen. Na dann. Sekunde mal überlegen, bevor ich weiterlaufe. Wo gehe ich hin? Das hier ist sehr gut geschützt, das kommt ganz am Schluss. So viel steht. Oh. Was soll denn das? Was soll denn das? Sagt mir doch einer früher Bescheid, bitte. Okay, damit wäre die Entscheidung gefallen. Das hier kommt als nächstes. Und dann das hier. Und das hier erst, wenn ich nochmal Verstärkung bekommen habe. Denn das sieht echt übel aus hier. Dann kommen bestimmt auch mal so ein paar Maulwurfpanzer von unten. Jetzt hoffe ich, ich komme hier hoch irgendwie. Und muss nicht jetzt hier außen rumlaufen. Ein Hoch auf Flugeinheiten. Aber die werde ich nicht bekommen hier. Oh, der eine ist schon befördert worden. Das passiert mir nicht oft. Ich sehe nicht, egal. Hoffentlich hat der irgendwelche coolen Sachen innen drin. Yes! Mal gucken. Yay! Genau, das wollte ich haben. Gut, aber ich muss entweder außen rum oder. Ich guck nochmal hier. Ich glaube, hier geht's auch hoch. Hier geht's auch hoch. Das hat mir gut getan. Jetzt ist meine Maschine auch geheilt. Oh. Ey, der regt mich auf. Das macht mich nervös, dieses Geschieße. Da denke ich immer, da wäre irgendein Brennpunkt gerade. Und das Teil hier breitet sich, glaube ich, immer weiter aus. Deswegen ist gut, wenn ich das jetzt schon erledige, die Relaisstation. Und ich später dann große Probleme dabei habe. Ey, nee. Hier hin. Die werden doch etwa da hoch rüberkommen. Will ich doch schwer hoffen. Ey, ich glaube nicht. Hier ist nochmal so eine Kuppe.
blöd. Kommt ein Titan soweit vielleicht? Das probieren wir einfach mal aus. Das würde sehr. Nein, der kommt nicht so weit. Komm, stell dich mal direkt davor, dann klappt's vielleicht. Blöd, jetzt muss ich doch außen rum gehen. Ne, geht nicht. Okay, das war nix. Also entweder gehe ich hier rum. Ich gucke erst mal, ob es hier überhaupt weitergeht. Aber mit einer Maschine. Damit die Infanteristen ja nicht Schaden davontragen. Ach, wenn sich das so weit ausbreitet, wird es gefährlich hier. Oh, oh, oh. Das war ein Tiberium-Teufel. Ich habe ihn gehört. Wo ist der? Komm, geh dahin. Erst ein bisschen erkunden hier. Ich bin froh, dass hier kein Timer läuft. Ich lasse mir gerne ein bisschen Zeit bei solchen Missionen. Erkund erstmal alles. Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Oder? Kommt der durch? Nö, tut er gar nicht. Gut, zum Glück bin ich ohne Infanteristen hier durchgegangen, weil das hier gar nicht nötig war. Ich gehe dann nochmal hier außen rum und guck doch da. Denn ich würde doch echt gern das hier als erstes kaputt machen, bevor das hier sich so weit ausbreitet. Ach ja. Die Lasertürme ist auch kein Problem. Die kann ich mit Titan einfach niederschmettern. Wenn ich da noch Titan habe. Aber hier. Da sieht unschön aus. Gut, lauf da zurück. Strategischer Rückzug und ihr seid so blöd. Ihr lauft doch nicht etwa durch Sibirium. Nein, du Idiot. Kommt. Dann trennen wir euch eben. Die Guten dein und die Blöden nachkommen. Ihr seid doch so blöd. Laufe nicht durch das Imperium. Auch eine Möglichkeit, sich vorm Einsatz zu drücken. Aber Leute, es gibt doch eh keine Wehrfisch mehr. Oh, sieht schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus, da ist doch nicht etwa Wasser. Kein Wasser. Bitte kein Wasser. Geht's da lang? Ich bin jetzt so davon ausgegangen eigentlich, aber ich glaube, das war nicht sehr klug. So weit geht's schon mal. Sieht gar nicht gut aus. Nein, da lang. Wozu gibt's diesen Abschnitt hier, wenn es hier nicht weitergeht, frage ich mich. Einfach ein bisschen Designspielereien oder was? Wenn jetzt ein Gegner kommt, das wäre sehr unschön. Ich glaube, es geht auch weiter. Auch wenn es immer dünner wird auf dem Wasser. Ja, komm. Nicht, damit das jetzt so lange dauert, wie die nachkommen. Ah, ich sehe es schon. Das sieht gut aus. Auf jeden Fall geht es hier weiter. Sonst wäre das völlig sinnlos gewesen, hier das einzubauen. Sehr, sehr gut. Die zwei Deppen hier, die haben eine perfekte Position als Verteidiger. Da muss er nämlich erst hier außen rumlaufen und in der Zeit können sie mich voll pulverisieren. Man kann zwar auch von hier aus schießen, denke ich mal, aber das ist nicht so leicht. Du hast es bald mal geschafft. Ja, gleich hat er es. Komm, streng dich an. Jeder vernünftige Soldat hat auch C4 dabei, also babst du einfach dran. Aber nein, das können nur spezielle Einheiten. Komm, schaffst du. Schaffst du. Gleich hast es. Boah, ein Infanterist ist so schwach.
Sieht aus, als ob es steht irgendwie befehligen könnte. Was stand da? Alte Silos. Ah, ich verstehe. Kommt, Leute. Weiter geht's. Hätte mich nicht gewundert, wenn jetzt einer außen rum gehen wollte. Bis hierhin. Das wäre so typisch. Jawohl. Ist jetzt mal Ruhe. Bitte. Weh, da ist noch ein Gebäude. So. Mal sehen, was mich hier erwartet. Also ich habe echt sehr große Lücken. Oh, 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 oh. Geht nicht einfach weiter. Kämpfen, bitte. Bitte kämpfen. Ja, fängt ja gut an schon mal. Nicht laufen, kämpfen. Und beim Laufen vielleicht schießen. Das ist unschön. Kommt auf diese, die sind viel gefährlicher. Die können auch nichts alleine machen. Jetzt habe ich so viele Leute verloren, das ist echt nicht zu glauben. Mein Sani lebt noch, das ist schön, sehr schön. Ich habe gar nicht auf den aufgepasst, das ist sehr fahrlässig gewesen. Aber er hat es überlebt. Dafür habe ich jetzt kaum noch Einheiten. Das sollte reichen eigentlich. Wenn der dem hilft, dann hat der hier keine Chance. Edge. Wohl dem, der einen Sunny im Rücken hat. Aber ohne Sunny hat der keine Chance, obwohl der eigentlich viel besser ist. Der Grenadier. Das sieht nicht gut aus. Du bist wieder fit. Und das war's soweit. Das war echt gemein. Von zwei Seiten auf so engem Raum. Und plötzlich geht's hier nicht mehr weiter. Das wäre echt das Härteste jetzt, was sie bringen könnten. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Hier muss es weitergehen. Gegner. Ey, nicht auf meinen Werwolf, bitte. Warum immer auf meine Werwolf? Och, du Scheiß. Was soll denn das hier? Was ein Scheiß. Das hat mir keiner gesagt. Hier steht kein Warnschild irgendwie. Steht einfach mal eine gegnerische Basis. Scheiße. Das mache ich auf keinen Fall. Hier habe ich keine Chance, durchzukommen. Daraus folgt definitiv, ich muss hier lang und die zwei hier ausschalten. Und dann mal gucken, ob ich, wie komme ich hier rein? Hier muss ich irgendwie einen Gang hochgeben. So, dahin. Ja, das nehmen wir mal als kleinen Spaziergang hin. Erkundungstour. Ist das blöd? Steht da einfach mal eine gegnerische Basis? Damit habe ich nicht gerechnet. Das haut mich glatt aus den Socken. Jetzt muss ich mein ganzes Denken wieder umdenken. Umstrukturieren und meinen Angriffsplan neu aufbauen. Aber wie gesagt, ich würde trotzdem zuerst gern hier irgendwie gucken, ob ich hochkomme. Hoffentlich geht es nicht hier hoch, das muss ich durch die Basis. Das können sie nicht verlangen, oder? Können sie das? Auf jeden Fall will ich hier mal versuchen, meine Maschinen zurückzulassen und nur mit meinen Grenadieren und Infanteristen anzugreifen, weil die ja geheilt werden können. Im Gegensatz zu denen hier.
Solange da nicht, während ich angreife, mich diese hier belästigen, könnte das dann auch funktionieren. Aber für den Notfall habe ich ja dann ein paar Maschinchen im Rückhalt hier stehen. Blöd nur, wenn, während ich mit meinen Infanteristen und Grenadieren die hier angreife, hier irgendwelche Maulwürfe auftauchen, das könnte ich mir gut vorstellen. Dann könnten die Maschinchen auch zu spät kommen. Da tue ich die echt mal lieber ein bisschen weiter vorne hinstellen. Wie weit könnt ihr schießen? Das ist die Frage hier. Ich gehe mal bis zu dieser Ecke hier. Wir können ruhig noch ein bisschen weit. Oh, nee, der eine ist rot. Nein, warum bist du rot? Blödes Tier. Wenn ich jetzt gleich die Mission fail, was ich mir gut vorstellen kann, dann lade ich mich an diesen Punkt neu, wo ich hier noch mein Gesundheitskistchen habe. Und dann dürfte das kein Problem mehr werden. Dann lasse ich diese Exkursion nach hier unten. Da weiß ich ja jetzt, was mich erwartet. Das hat mir echt gar nichts gebracht. Nur hier kamen zwei Maulwürfe, die mir ganz viel abgezogen haben und dann hier nochmal ein bisschen. Deswegen war das echt für die Katz. Gut, kommt schon. Dann nehmen wir euch hier. Du bleibst gefälligst da. Ihr kommt noch mit. Den Sunny bräuchte ich eigentlich auch, aber ein bisschen im Rücken bitte, nicht vorne mit dabei. Ihr stellt euch da bereit. Drei Titanen und drei Werwölfe. Gut. Schön mal heilen. Und ich glaube, es geht sogar noch höher als dieses Zweierabzeichen, als dieses Lutent oder was auch immer das ist. Ich glaube, da gibt es noch einen goldenen Stern. Das dürfte dann der Major sein. Aber mehr geht, soweit ich weiß, nicht. Obwohl Sterne ja auch für Generäle sein können, aber ich glaube, das ist ein Major-Stern. Du bleibst erstmal hier und dann gehen wir zusammen. Ich speichere wie gesagt nicht, denn ich habe hier ja noch einen Speicherpunkt. Seitdem habe ich nichts groß erreicht, nur Schlechtes hier unten. So, und jetzt greift ihr an, bitteschön. Und du gehst ein bisschen mit. Und heißt, habe ich eine Chance von hier unten? Hm? Drei sind es sogar. Ich dachte, es wären nur zwei. Ah, heilschön. Solange der Sunny nicht angegriffen wird, ist alles wunderbar. Das lief jetzt optimal bisher. So, und jetzt greift er den an. Du gehst bitte schön ein bisschen mit. Jetzt bloß keinen Überraschungsangriff hier, bitte. Und dann klappt das auch wunderbar. Ich hab's gewusst, ich hab's so gewusst. Ich hab's doch so gewusst, das ist doch lächerlich. Jetzt, wie soll ich da eine Chance haben jetzt? Unmöglich. Das ist nicht möglich hier. Ey, der lebt immer noch, wieso? Verzieh dich. Kommt schon. Manche tun aber nichts und gucken zu. Keine Lust, gerade Krieg zu führen. Können sie ein andermal machen. Ich bin so dezimiert schon wieder. Schon wieder so ein blödes Geräusch. Genau in dem Zeitpunkt, wo ich sowieso schon ziemlich dezimiert war. Ich schaue unbedingt verstärken. Was sollen diese blöden Geräusche? Ich mag sie nicht. Das Teil hätte ich gern. Ey, wie soll ich hier hochkommen? Ich muss echt hier durch, wie es scheint. So, kommt mal hier hoch. Wie viele? Ich hatte drei Titans, drei Werwölfe. Zwei Werwölfe sind weg und der eine fast. Das ist ja sehr nett.
So fair. So far, so fair. Komm ich hier hoch, bitte? Dankeschön. Gut, und wie soll ich das jetzt machen? Ich kann ja nicht hier durchgehen. Ich nehme meine Titane, stell sie hier hin und dazu möchte ich aber vorher speichern, denn das kann böse ins Auge gehen. Als Nummer 3. Gut, nennen wir es einfach mal 3. Ab 4 sollte ich die irgendwie genauer benennen, sonst habe ich keine Ahnung, wo ich irgendwas gespeichert habe. So, die Titane sollten weit genug entfernt sein, um das kaputt schießen zu können. Aber vorher wird sich das nochmal ausbreiten, befürchte ich. Und diese Gase sind gar nicht gesund. Nicht so nah, nein. Du bist doch blöd, du machst dich nur selbst kaputt. So, von da. Und ihr bringt euch mal in Sicherheit. Und ich riskiere es jetzt einmal. Ich muss Spielsteuerung und Geschwindigkeit erhöhen. Sonst kann das nämlich eine Weile dauern. Und ich wette, das könnte klappen. Die Frage ist nur, wie viele Titane es überleben. Die Gase sind echt nicht gesund, das sehen wir gleich. Denke ich mal. Bisher jetzt noch nicht. Am schlimmsten ist wohl einfach dieses Feld hier, das sich jetzt immer noch ausbreitet, gerade wenn es angegriffen wird. Ich habe doch Spielgeschwindigkeit schnell gemacht, warum ist das jetzt so langsam? Ist das wirklich schnell? Ja, es kommt mir so langsam vor. Komisch. Das ist doch nicht schnell. Irgendwas verarscht mich hier gerade. Spielgeschwindigkeit? Da stand eben normal, obwohl es hier auf dem rechten Balken war. Was soll das denn? Ey, das geht nicht mehr, oder was? Machen wir mal schneller. Sehr, sehr, sehr mysteriös. Gut, dann geht's wohl nur auf Mittel. Also das habe ich schon nicht erlebt, dass das irgendwie kaputt ist. Geschafft! Genial! Ist das geil! Das hat nicht so lange gedauert, wie ich es in Erinnerung habe. Das gefällt mir aber. Komm, ich warte jetzt noch, bis es hier weggeht. Das kann eine Weile dauern. Ja, ja komm, ich probiere es nochmal. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Warum geht es nicht? Bitte, schneller. Es geht nicht schneller. Ich weiß nicht, warum. Erst hat es doch geklappt. Seltsam. Die Mysterien von Command & Conquer. Ein Fall für Galileo Mystery. Oh, da geht's doch schneller. Sieht man doch deutlich. Jetzt geht's plötzlich. Einfach ein bisschen warten, dann geht's schon. So, solange keiner angreift, machen wir das hier nichts. So. Spielsteuerung normal. Sehr schön. Jetzt hoffe ich, ich werde nicht angegriffen, während ich hier reingehe von diesen Maulwürfen wieder. Deswegen gehe ich auch mit diesen erst noch rein. Jetzt könnte ich das ja mit den Titanen alleine erledigen. Aber wenn es so blöde Einheiten jetzt kommen, gegen die meine Titane keine Chance haben, da brauche ich dann doch lieber Infanteristen noch dabei. So. Und ich erwarte mir durch diese Zerstörung jetzt schön viel Verstärkung. Und hoffentlich noch einen zweiten Sunny. Nicht so nah ran, Idioten. Das hatten wir doch alles schon. Ja, okay, sind aber nicht. Jetzt aber. Oh ne, jetzt kommen sie. Bring dich in Sicherheit, Sunny. Jetzt kommen sie. Ah. Alle auf einen, immer alle auf einen. Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Immer dieselben. Ah, Sunny ist dabei gewesen, glaube ich. Wenn ich nicht, mich nicht geguckt habe. Warum einer hat verloren? Alle auf den blöden Cyborg. Sunny lebt noch. Und wird nicht angegriffen. Sehr schön. Das sieht doch ganz gut aus. Oh, wieso einer hat verloren? Ich habe nichts gesehen. Warum? Kein Titan, Mann. Dafür ein Sunny.
Die Verstärkung ist jetzt nicht so schön, also so groß. Vier Infanteristen, zwei Grenadiere, ein Sonny. Ja, was mache ich denn da? Hier unten auf keinen Fall. Ich guck mal, ob ich mich hier durchschmuggeln kann und dann kann ich nämlich das hier auslassen erstmal, den Weg. Dann hätte ich nämlich gern erst dieses Bällchen. Vielleicht kann ich mich ja hier durchschmuggeln. Aber ich wette, da sind hier zwei Lasertürme. Habe ich noch irgendwie so eine Erinnerung? Mal gucken, ob mich meine Erinnerung trügt. Deswegen gehe ich erst mit Titanen vor. Denn die können ungeschadet Lasertürme den Erdboden gleich machen. Nicht so nah ran, sonst werdet ihr getroffen. Oder sind hier Lasertürme? 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 Da sind keine Lasertürme. Ich habe mich geirrt. Oh, wie schade. Sehr traurig. Es wäre jetzt echt der Hammer gewesen, wenn die nach hier rum gewollt hätten. Oh nee, ich wette, hier kommen wieder Gegner aus der Erde. Das ist blöd. Das ist unfair. Ich hab sowas nicht. Und jetzt wäre das plötzlich Geld, womit ich mir mit der Kaserne hier Einheiten gebaut bauen hätte können. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Sollte ich das zerstören? Ich weiß nicht, ob das sich lohnt. Yeah. Okay, speichern auf jeden Fall. Das mache ich unter dem dritten. Zerstörung der. Habe ich zweimal drei oder was? Irgendwie habe ich mich vertan, aber scheiß drauf. So. Dann gucke ich, ob ich jetzt hier nach oben komme. Ein Kraftwerk ist das, glaube ich. Bitte nicht ins Tiberium so ablaufen. Jungs, macht keinen Scheiß. Ist jetzt noch eine Basis oder was? Oder sind es nur zwei, drei Kraftwerke? Oh, ein Sammler, ein böser Sammler. Zum Glück können sie hier nicht schießen. Das können sie bei Alarmschiff Rot 2. Oh. Der macht nichts, warum auch immer. Warum ist er so blöd? Wenn es ein Vorgesetzter sehen würde, der würde ihm eine schellen. Sehr schön. Kann ich denn vielleicht einfach. Was macht ihr denn eigentlich noch da? Kommt, mal gucken, ob ich den einfach ignorieren kann. Hätte ich nichts dagegen. Ich könnte natürlich auch alle Kraftwerke zerstören und dann hätten die keinen Strom mehr, oder? Was soll das denn? Nein, ihr schießt einfach, ihr Idioten. Was fällt euch ein? Ja, okay, es ging ja ganz fix. Gut, dann kann ich die Kraftwerke zerstören. Da erübrigt sich jede Diskussion. Wozu diskutieren, wenn man eine Waffe trägt? Ja, komm. Halt noch, halt noch. Seid ihr fertig? Ja, komm, es reicht jetzt langsam. Es ist noch eine zweite Basis. Es ist ja verrückt hier. Zwei Basen überall, Verteidigungslinien, ständig Verstärkung aus dem Boden. Das ist echt brutal, die Mission. Aber ich glaube, bisher schlage ich mich gar nicht so schlecht. Noch so ein Typ, oh, es muss doch nicht sein. Aber es streckt sich nur und gähnt. Und hier ist ein Tunnel. Wo führt. Ah, dahin. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Immer erst, wenn schon alles zerstört ist. Wenn mir hier das hier jetzt nichts bringen sollte, wäre ich sehr böse, aber ich glaube, es war eine gute Wahl, hier rumzugehen. Schon allein wegen den Kraftwerken hier. Geh mal ein bisschen weiter weg, sonst trifft dich noch die Zerstörungswelle. So. Da brennt einer. Huhu.
Verpiss dich. Danke. So. Damit wären wir schon sehr weit fortgeschritten in dieser Mission. Aber das dauert ja schon eine ganze Weile, deswegen mache ich gleich mal einen Schnitt, damit das schön ins Video passt. Und wie ich diese Mission hoffentlich beende, sehen wir dann im nächsten Video. Aber die paar Kraftwerke mache ich noch futsch. Uah. Das macht Spaß, Dinge zu zerstören. Ja, zerstören ist einfacher als erschaffen. Hopp, hopp, hopp. Warum braucht ihr so lange? Bei Leicht ist in 2 Sekunden fertig. Und hier dauert es 20. Und die reparieren auch noch, merke ich gerade. Gut, ich gehe dann durch den Tunnel und dann sehen wir weiter. Aber das im nächsten Video. Also, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.